bei Gonat Rose. Unsere Produkte sind 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Per Klick auf die neue Internetseite. Blankenburg hat seinen Webauftritt aktualisiert. Der größte Fan vom 1. FC Magdeburg. Einmal blau-weiß, immer blau-weiß. Von der Pfalz zum Kunst- und Kulturzentrum Kloster Ilsenburg an der Straße der Romanik. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Per Klick auf die neue Internetseite. Blankenburg hat seinen Webauftritt aktualisiert. Durch das neue Layout und übersichtlichen Zugriffen kommt der Nutzer, egal ob er Einwohner oder Gast der Blütenstadt ist, schnell an die Informationen, die er braucht. Bürgermeister Heiko Breithaupt gibt per Mausklick den neuen Internetauftritt frei. Wir haben ja im vergangenen Jahr unser neues Logo, unsere neue Werbelinie verabschiedet in der Stadt Blankenburg, die Blütenstadt am Harz mit unserem allseits bekannten Löwen. Und in dem Zuge ist es auch erforderlich geworden, dass wir unsere Homepage erneuern, auf ein neues Design umstellen und insbesondere auch für mobile Endgeräte fit machen. Das ist uns jetzt gelungen, ein frisches, neues Design. Der alte Internetauftritt hatte Nachteile. Der Nutzer musste sich gleich entscheiden, ob er die Kategorie Leben, also Einwohner, oder Erleben als Tourist wählt. Das ist jetzt einfacher geworden. Das Internetportal ist für beide Gruppen zusammengefügt. Konzeptionell ist der Ansatz immer, so schnell wie möglich alle Informationen bereitzustellen, so wenig Struktur wie möglich vorzugeben, sondern dem Nutzer einfach die Möglichkeit zu bieten, schnell einzusteigen in die Themen, die er möchte. Aber ganz wichtig natürlich, wir wollten auch emotional die Stadt, so wie sie sich im Moment aufstellt, wieder in den Fokus rücken, zu sagen, hier ist nicht ein verschlafenes altes Harzstädtchen, sondern hier bewegt sich ganz viel, sind Emotionen im Spiel. Und das sollte natürlich auch auf der Website zum Tragen kommen. Der Internetauftritt lebt von den Fotografien, die die Stadt und ihre Ortsteile sehr attraktiv darstellen. Eine Vielzahl der Fotos stammen aus der Kamera von Markus Schüren, einem Mitarbeiter der Tourismusinformation der Stadt. Also natürlich ist das ein Hobby von mir. Das merkt man auch, weil ich quasi in die Arbeit mit einbringe. Die Orte selber kennt man natürlich aus dem privaten Bereich, sodass man das natürlich auch super dann in die Arbeit mit integrieren kann. Wo sind Sie überall gewesen? Angefangen natürlich von der Kernstadt bis hin zu den Randgebieten, wo zum Beispiel das Kloster Michaelstein, die Burg Regenstein ist, aber auch die Ortsteile, die überraschend viele Sehenswürdigkeiten auch bieten, haben wir versucht halt ein bisschen hervorzuheben. Und so ist man dann quasi so strukturell von der Innenstadt über die Ränder bis über die Ortsteile dann quasi überall mal hingekommen. Die offizielle Freigabe ist erfolgreich gestartet. Die ersten Kinderkrankheiten wurden bereits überwunden. Schwierig war es zunächst, diese Menüstruktur neu zu gestalten, weil es gibt ja zahlreiche Punkte, die müssen auf die Internetseite. Und wir mussten dann festlegen, welcher Punkt wird welchem Oberpunkt oder Unterpunkt zugeordnet. Das war nicht immer leicht, aber da haben wir jetzt mittlerweile eine schöne Lösung gefunden, wie ich finde. Und ich denke, das Lob, die Zusprechung, die wir im Laufe der Zeit nach Online-Schaltung erhalten haben, die gibt uns da recht. Die Internetseite ist nicht als ein starres Gebilde anzusehen. Ständig sollen Fotos ausgetauscht und neue Möglichkeiten für die Nutzer geschaffen werden. Also ein Modul, was immer häufiger auf kommunalen Webseiten auch zum Tragen kommt, ist sogenannte Lebenslagennavigation. Ich kann also über Themen in die Website einsteigen. Wenn ich zum Beispiel in Blankenburg heiraten möchte, gehe ich einfach über das Wort heiraten in die Navigation und weiß dann, ich habe das Standesamt mit den Kontaktdaten, ich habe das kleine Schloss mit der Touristinfo, wo ich dann auch die ganze Umsetzung beauftragen kann und habe sogleich alle Ansprechpartner, die für mich relevant sind, zusammengefasst. Der neue Internetauftritt für Blankenburg ist ein gelungenes Gemeinschaftswerk der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit einer Agentur. Vielleicht ist der eine oder andere neugierig auf die Seiten geworden und klickt sich einfach nur so einmal durch und erfreut sich an Blankenburgs attraktiver Umgebung. Neues aus der Harzregion.
Jetzt bei RFH. 700 Euro Sachschaden entstand nach diesem Brand in einer Laube in der Gartenanlage am Sauerbach in Ballenstedt. Mehrere Kameraden der Feuerwehren aus Ballenstedt, Opperode und Radesleben kamen zum Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine in einem angrenzenden Schuppen liegende Gasflasche in Brand geraten. In diesem Frühjahr kommen zum ersten Mal Containerpflanzen in größerem Umfang bei der Nationalpark-Waldumwandlung zum Einsatz. So Sabine Bauling, Leiterin des Waldfachbereichs im Nationalpark Harz. Das Saatgut, die Bucheckern, stammen aus dem Nationalparkrevier Scharfenstein, wo es 2016 geerntet wurde. Aus den insgesamt 70.000 Containerpflanzen entsteht nun ca. 35 Hektar neuer Naturwald. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Freitag wird wolkig und windstill. Am Morgen weht noch eine mäßige Brise bei 10 Grad. Vereinzelt scheint tagsüber die Sonne durch bei leichter Bewölkung und einem Tageshöchstwert von 18 Grad. Zum Abend zieht es sich dann komplett zu. Die Sterne lassen sich in der Nacht nicht beobachten bei 12 Grad. Am Samstag wird es sonniger und wärmer mit Werten bis 22 Grad. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Das erfolgreichste Tourismusprojekt in Sachsen-Anhalt hat Geburtstag. 25 Jahre Straße der Romanik. Heute gehören 88 Bauwerke entlang des 1000 Kilometer langen Weges dazu. Entdecken Sie Klöster, Dome, Schatzkammern, aber auch die kleine Dorfkirche von nebenan. Feiern Sie mit während der Festwoche vom 6. bis 13. Mai mit dem Romanik-Tag am 12. Mai als Höhepunkt. Das umfangreiche Programm finden Sie unter www.straßederomanik.de. Zeit, sich mit der Geschichte von Sachsen-Anhalt zu beschäftigen. Denn das Wissen um die Vergangenheit gehört zum Hashtag Moderndenken. Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule. Das erfolgreichste Tourismusprojekt in Sachsen-Anhalt hat Geburtstag. 25 Jahre Straße der Romanik. Heute gehören 88 Bauwerke entlang des 1000 Kilometer langen Weges dazu. Entdecken Sie Klöster, Dome, Schatzkammern, aber auch die kleine Dorfkirche von nebenan. Feiern Sie mit während der Festwoche vom 6. bis 13. Mai mit dem Romanik-Tag am 12. Mai als Höhepunkt. Das umfangreiche Programm finden Sie unter www.straßederomanik.de. Zeit, sich mit der Geschichte von Sachsen-Anhalt zu beschäftigen. Denn das Wissen um die Vergangenheit gehört zum Hashtag Moderndenken. Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule. AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage.
Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Düsse, Ihr Fachhändler in Halberstadt mit vielfältigen Leistungen und umfangreichen Angeboten. Zum Beispiel Spezialschuhe für Diabetiker mit individuell adaptierter Fußbettung aus der eigenen Werkstatt. Wir haben auch das passende Elektromobil für Sie. Lassen Sie sich kompetent beraten und betreuen, damit Sie auch weiterhin aktiv am Leben teilhaben können. Ihr Düsse, Sanitätshaus und Orthopädietechnik in Halberstadt und Oschersleben. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Der größte Fan vom 1. FC Magdeburg. Einmal blau-weiß, immer blau-weiß. Der Jubel war mindestens genauso groß, als 1974 die Spieler des FCM mit dem Europapokal nach Hause gekommen sind. Denn der FCM hat es in die zweite Liga geschafft. Der Traum vieler Fans ist nun zur Realität geworden. Für viele ist der 1. FC Magdeburg nicht nur ein Verein, sondern ein wichtiger Lebensmittelpunkt. So auch für Frank Helmke. Seit seiner Kindheit sammelt er alles vom FCM. Egal ob Wimpel, Stadionmagazine oder wertvolle Auszeichnungen von Spielern. Aktuell sind 3 Räume in seiner Wohnung mit FCM-Erinnerungen gefüllt. Ich fahre zu allen Spielen, heim wie auswärts, und kenne auch einen Haufen Spieler, und dadurch kann man eben auch mal was für die Sammlung machen. Ne? Ja, du hast das Hobby, alles zu sammeln vom 1. FC Magdeburg, was es nur so gibt. Ist das nicht ein sehr, sehr teures Hobby? Ja, das ist, also es geht sicherlich einiges mit Tauschen, aber es sind eben auch viele Sachen, wo man dann auf Auktionen oder Börsen dann doch mal ganz viel Geld in die Hand nehmen muss. Also es gibt da so ein paar Sachen, die eben extrem rar sind, extrem selten sind und wo viele Sammler eben dann dran sind. Und was fehlt denn noch in der Sammlung? Ja, es tauchen immer wieder neue Sachen auf. Ne? Also Sachen, die nicht bekannt sind, und fehlen tun meistens persönliche Sachen. Also Medaillen, also Sachen, die man nicht zu kaufen bekommt. Ne? Also wo man dann Spieler kennenlernen muss, die dann sagen, ja, wir haben da nicht das Interesse. Oder das häufigste Argument ist halt, bei dir ist es gut aufgehoben. Wir kennen dich und da können wir das hingeben und da haben wir ein gutes Gewissen, dass es da gut aufgehoben ist. Ja. Was sind denn hier die Prunkstücke? Sicherlich die beiden Medaillen von den Olympischen Spielen, die Goldmedaille von Martin Hoffmann 1976 und die Bronzemedaille, die ist von Manfred Zapf von 1972. Und dann natürlich die Goldmedaille vom Europapokalsieg 1974. Du hast hier aber auch eine Eintrittskarte vom Finalspiel 1974. Wie bist du da rangekommen? Was hast du dafür bezahlt? Ich bin da rangekommen über ein englisches Auktionshaus und habe dafür 1.000 englische Pfund bezahlt. Was sagt die Familie dazu? Ja, die kennt das von Anfang an, weil ich kenne meine Frau schon, naja, seit ich 14 Jahre alt bin, und da war ich schon Fan und sie ist damit groß geworden sozusagen und unterstützt mich auch. Also ich bin da auch dankbar, dass sie dafür so viel Verständnis aufbringt. Wärst du denn damals selber gerne bei dem Spiel dabei gewesen? Also ich denke mal, das war gerade zu DDR-Zeiten ein großer Wunsch, halt auch ins Ausland zu fahren. Und das war halt eben nicht möglich, wie wir alle wissen, aber es war halt immer ein besonderes Problem, dann von diesen Spielen die Eintrittskarten und die Programme zu bekommen.
Programme hast du auch, glaube ich, alle da, ja? Ich habe fast alle Programme und fast alle Eintrittskarten, ja, von den EC-Spielen. Es fehlen ein paar auswärts. Also von den Heim-EC-Spielen sind alle Programme und auch alle Eintrittskarten vorhanden, ja. Wird das denn alles gelagert? Hast du da so einen extra FCM-Raum? Also ich habe zu Hause 3 Räume mit entsprechenden Utensilien, wobei das meiste ist die Dokumentation der Spiele. Also ich habe von allen Spielen auch die entsprechenden Zeitungsberichte. Also habe also auch die gesamte Heimpresse, sprich die Magdeburger Zeitung, und ich telefoniere aber auch regelmäßig jeden Montag mit den Städten, aus denen der Magdeburger Gegner kommt, und lass mir die Zeitung schicken. Und das mache ich auch schon seit 30 Jahren, wo das also da mehrere hundert Ordner Zeitungsartikel archiviert sind. Was machst du denn, wenn der erste FCM gegen Halle verliert? Eigentlich verliert der FCM nicht gegen Halle. Und im Speziellen, ja, da ärgert man sich natürlich besonders, aber so oft kommt das ja nicht vor. Neues aus der Harzregion. Jetzt bei RFH. Ein 18-Jähriger aus Stolberg ist kurz hinter dem Abzweig nach Neudorf in einer Doppelkurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach dem Unfall blieb das Auto im Straßengraben liegen. Der 18-Jährige wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Halberstädter Knoten 8, Magdeburger Straße, Schützenstraße, soll Mitte Juli freigegeben werden. Noch heißt es sich in Geduld üben, wenn die Halberstädter mit dem Fahrzeug von A nach B kommen wollen. Denn fast alle Wege führen über die zentralen Bundesstraßen Schwanebecker und Magdeburger Straße. Die geplanten Arbeiten in der Magdeburger Straße erfolgen bei halbseitiger Sperrung, so dass eine große Umleitung nur für den Gegenverkehr notwendig ist. Allerdings war die Sperrung der Kreuzung seit Anfang April in Richtung Schützenstraße ein weiteres Hindernis, und am Breitentor wurde seit Ende März noch eine weitere vielbefahrene Verkehrstrasse blockiert. Eigentlich war für den Kreuzungsbereich nur eine neue Bitumschicht geplant, aber da die Schützenstraße sich ebenfalls in einem schlechten Zustand befindet, wurde hier schon mit dem grundhaften Ausbau begonnen, der später fortgesetzt wird. Der Asphalteinbau wird nach Angabe der Landesstraßenbaubehörde Mitte Juni beendet sein und der Knoten 8 soll dann Mitte Juli freigegeben werden. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFH-Teletext ab Seite 301. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind.
Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Das Kloster Ilsenburg liegt an der Straße der Romanik und am Harzer Klosterwanderweg. Vermutlich befand sich an diesem Ort eine ehemalige Kaiserpfalz. Kaiser Heinrich II. Beurkundete 1003 die Schenkung der Elüsiner Burg an das Bistum Halberstadt. Bischof Arnulf von Halberstadt stattete das künftige Benediktinerkloster mit weiteren Gütern aus, sodass es zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert eins der reichsten und einflussreichsten im Harz war. Während des Bauernkrieges wurden der an der Südseite des Klosters gelegene Kreuzgang und die Marienkapelle zerstört und nicht wieder aufgebaut. Auch an der Kirche fanden im 16. Jahrhundert bauliche Veränderungen statt. Bis 1627 befand sich eine evangelische Klosterschule auf dem Areal. Graf Heinrich Ernst zu Stolberg-Wernigerode verlegte seinen Wohnsitz 1648 nach Ilsenburg und eine rege Bautätigkeit begann. Der Westflügel der Klausur und des Kreuzganges wurden abgerissen und an der Westseite ein Wohngebäude errichtet. Ein aus Holz geschnitztes Epitaph in der Kirche erinnert an ihn. Mitte des 19. Jahrhunderts baute Karl Frühling für Graf Botho das neue Schloss im neoromanischen Stil. Ein in östlicher und südlicher Richtung angelegter Garten im Stil des englischen Landschaftsparks vervollständigten das Ensemble. Das Kloster ist eng mit der Stadt und seinen Menschen verbunden. Einer, der sich den Erhalt der Klosteranlage als ehrgeiziges Ziel gesetzt hat, ist Bürgermeister Dennis Löfke. Ja, also ich muss sagen, dass mich als Ilsenburger, der ich ja bin, von Geburt an dieser Klosterkomplex schon immer interessiert hat, fasziniert hat. Und als ich dann in den Wahlkampf ging seinerzeit, habe ich mir das schon auf die Fahnen geschrieben, hier wieder Bewegung reinzubringen. Denn es war eine gewisse Stagnation, auch ein gewisses Missverständnis zwischen den Akteuren hier offenbar seinerzeit. Und insofern war es für mich ein absoluter Glücksfall, dass in den letzten Jahren hier so viel geschehen ist. Natürlich dank der Unterstützung auch des Landes und anderer Fördermittelgeber, zum Beispiel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Im Mittelpunkt der Klosteranlage steht heute die alles überragende romanische Basilika, die 1078 dem heiligen Peter und Paul geweiht wurde und einst noch ein nördliches Kirchenschiff besaß. Ihr reich verzierter Fußboden aus Gipsestrich stammt aus der Zeit um 1200 und zählt zu den Kostbarkeiten der romanischen Kunst im deutschen Raum. Das Tonnengewölbe und die Ausstattungsgegenstände, die Bemalung des Kirchengestühls, der Altar, die Kanzel oder auch der Taufengel sind aus dem 17., 18. Jahrhundert. Die Klosterkirche befindet sich jetzt im Besitz der Stadt, die in den vergangenen Jahren aufwendige Sanierungsarbeiten durchführen ließ. Die anderen attraktiven Reste der rund 1000 Jahre alten klösterlichen Anlage sind seit 2000 im Besitz der Stiftung Kloster Ilsenburg. Na, erstmal muss ich ja natürlich immer das Kloster und das Schloss, also um diese Liegenschaft hier sozusagen in Ordnung halten. Und natürlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Und zu diesem Zweck haben wir ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel, auch mit Hilfe des Landes Sachsen-Anhalt und mit Hilfe von privaten Sponsoren, sehr viel reparieren können und sind jetzt eigentlich so weit, dass das Kloster im Ganzen benutzbar ist. Und am Schloss sind wir jetzt auch dabei, noch die Benutzbarkeit herzustellen. Man sieht ja auch die Erfolge. Wir haben mit knapp 8.000 bis 10.000 Besuchern im Jahr angefangen. Jetzt sind wir bei über 26.000 Besuchern. Also wir haben in den letzten Jahren da wirklich einen schönen Zuwachs erreicht. Der Kapitelsaal ist mit kunstvoll gestalteten Säulen des 12. Jahrhunderts ausgestattet und war ursprünglich ein großer Raum.
Erst im 17. Jahrhundert wurde eine Trennwand gezogen, ein Kamin eingebaut und der sogenannte Gartensaal zum Park hin geöffnet. Als das Gebäude nicht mehr genutzt wurde, verfielen die Räume. Erst durch die Stiftung wurden sie wieder belebt. Hier im Kapitelsaal zum Beispiel gab es keinen Fußboden, hier gab es keine Heizung, hier gab es auch kein Licht. Das haben wir natürlich jetzt überall. Und dann haben wir vor allen Dingen im letzten Jahr, hier eine Etage höher, im ehemaligen Dormitorium, also dem Schlafsaal der Mönche, Tagungs- und Ausstellungsräume eingerichtet. Das heißt, da kann man jetzt sowohl schöne Ausstellung angucken, als auch eine kleine Tagung, eine kleine Geburtstagsfeier oder ähnliche Sachen einfach machen. Das ist jetzt alles sehr perfekt da oben. Und natürlich hat es eine wunderbare Stimmung. Man guckt direkt in den Park und der Park wird ja auch durch die Gartenträume immer schöner. Also kann man insgesamt sagen, alle Räume, die wir jetzt im Kloster hier haben, sind tipptopp in Ordnung. In der Südostecke der Klausur schließt sich das vermutliche Kalefaktorium, die Wärmestube für Mönche, an. Der Südflügel beherbergte das Refektorium, den Speisesaal der Mönche. Reste einer mittelalterlichen Figurendarstellung befinden sich noch an der östlichen Wand. In einem darunterliegenden Kellergewölbe wurde eine wahrscheinlich mittelalterliche Fußbodenheizung freigelegt. In dem im 18. Jahrhundert erneuerten Obergeschoss können sich die Besucher über die Straße der Romanik informieren und mehr über die Geschichte des Klosters erfahren. Das Refektorium, der Gartensaal und der Kapitelsaal sind Zeugnisse der großartigen romanischen Baukunst. Zu den jüngeren Bauten auf dem Gelände gehören das Gästehaus aus dem 17. Jahrhundert und das Schloss aus dem 19. Sie befinden sich an der nach Westen offenen Klausuranlage und sollen wiederbelebt werden. Das Schloss war immer ein Hotel und das Hotel ist dummerweise so vor 18 Jahren ungefähr entkernt worden, mit der Absicht, es dann neu aufzubauen. Für den Neuaufbau hat sich aber niemand gefunden. Und deswegen müssen wir jetzt in ganz kleinen Schritten versuchen, die Sache in Gang zu bringen. Da haben wir im Erdgeschoss das Café und dazu wollen wir im ersten Obergeschoss weitermachen, indem wir dort versuchen, kleine Ausstellungsräume für diese Malerfamilie Krola, die ja mit Ilsenburg viel zu tun hat, herzurichten. Auch ein Klosterladen ist angedacht? Ja, Klosterladen, da sind wir ja fast fertig. Ja. Das machen wir mit der Behinderteneinrichtung in Öhrenfeld. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, weil hier werden dann auch Behinderte eingesetzt, nicht so versteckt in irgendwelchen Werkstätten zu arbeiten, sondern richtig in der Öffentlichkeit, sodass also auch so eine Beziehung, so eine Inklusion durchaus möglich wird. Das Kloster Ilsenburg hat sich zu einem Kunst- und Kulturzentrum entwickelt und ist täglich für die Besucher geöffnet. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Innovative Technik, pflegeleichtes und strapazierfähiges Material. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Für alle Neugierigen gibt es am Freitag die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Nurtatzer Städtebundtheaters zu werfen. Ab 17 Uhr ist die Kammerbühne in Halberstadt für alle Interessierten geöffnet. Musikliebhaber, aufgepasst! Am Freitag wird es ein großes Konzert mit dem Jugendsinfonieorchester geben. Los geht es um 17.30 Uhr im Großen Schloss in Blankenburg. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Am Samstag ist der Johann Sebastian Bach Abend mit dem jungen Violinisten Albrecht Menzel im Halberstädter Dom. Die Sonaten und Partiten aus dem Bachwerkverzeichnis 1001 bis 1006 stehen auf dem Programm des Abends. Beginn ist um 18 Uhr. In diesem Jahr feiert der Wernigeröder Männerchor 1848 e.V. sein 170-jähriges Bestehen. Passend zum farbenprächtigen Frühjahrsflor im Wernigeröder Bürgerpark lädt der Männerchor zum Frühlingssingen in den Park ein. Nehmen Sie Platz und lassen Sie sich auf den Frühling einstimmen.
RFA präsentiert Kabarett Genial im Mai. Mit Andrea Bongas gibt's bis in die Puppen abgründigen, cleveren Humor. Du bist frei. Du kannst machen, was du willst. Ich will nicht frei sein. Ich will gebraucht werden. Aber die